Bist du gerade dabei, ein Unternehmen zu gründen? Dann musst du dir über die Gewerbeanmeldung und die steuerliche Registrierung Gedanken machen. Wie das genau funktioniert und welche Schritte du dabei durchgehen musst, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und dieses Video ist mal wieder eine Kooperation mit Steuern mit Kopf und Roland. Servus, hallo. Das heißt, es gibt zu diesem Video auch einen ersten Teil. Wenn dich die Themen Rechtsformwahl, Geschäftsidee und Gewerbeanmeldung interessieren, dann schau unbedingt erstmal da vorbei. Ich verlinke dir das Video so hier oben rechts einmal. In diesem Video machen wir quasi die nächsten Schritte. Denn es gibt ein paar Schritte. Also erst als Gewerbetreibender meldet man erst ein Gewerbe an. Als Freiberufler musst du das schon mal nicht machen. Genau, richtig. Da gehst du nämlich als erstes zum Finanzamt. Und wir haben beim ersten Video aufgehört quasi mit der Gewerbeanmeldung und was das Gewerbeamt und die Stadt und die Gemeinde, wen die alle informieren. Und ein wichtiger Stakeholder in dem Ganzen, würde ich mal sagen, in Startup Deutsch, ist das Finanzamt. Das heißt, genau. Das Finanzamt kriegt die Information, ah, da gibt es neues Gewerbe. Das ist bei Freiberuflern halt anders. Das heißt, da musst du von dir aus erstmal tätig werden. Und das Finanzamt würde sich dann aber bei dir melden. Genau. Und dann musst du dich registrieren. Genau. Bisschen anders, aber ähnlich ist es natürlich bei den Freiberuflern. Da muss man sich ja nicht irgendwie, sagen wir vorher anmelden, beim Gewerbeamt anmelden, sondern da startet man direkt mit der Registrierung im Grunde in Elster, weil man muss nämlich den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Und das ist so ein Thema, das ist sehr umfangreich. Wir werden aber natürlich die wichtigsten Punkte jetzt hier mal ansprechen, denn der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, das ist ja das, was so das Finanzamt wissen will. Wie ist dein Unternehmen aufgebaut? Wer bist du überhaupt? Und ja, vor allem, wie machst du das Ganze mit Einkommensteuer, Umsatzsteuer und brauchst du vielleicht eine Umsatzsteuer-ID? Ja. Genau, da natürlich, wie gesagt, erstmal die wichtigste Frage, Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit. Das ist ja immer dieses Thema, wo man sagt, okay, die Klassifizierung, die man ja selber irgendwie nicht treffen kann, sondern vielleicht für einen getroffen wird, aber man vielleicht auch Freiberufler ist, wenn man so unter die Katalogberufe fällt. Aber was sind denn da so jetzt so Themen, so, wo man darauf achten sollte mit Umsätze, Gewinne und ja, wie sieht das da aus? Ja, wie du gesagt hast, man muss eine ganze Reihe an Informationen angeben über dich persönlich. Dann muss man aber auch schon ziemlich konkret Zahlen eintragen zu, was für ein Einkommen erwartest du. An dieser Stelle, Einkommen ist immer der Gewinn und Einnahmen ist immer der Umsatz. Auch dazu gibt es schon mal viel Verwirrung, aber das muss man angeben. Und neuerdings, ich glaube, seit letztem Jahr auch erst, musst du deine voraussichtliche Zahllast für die Umsatzsteuer angeben, was ehrlicherweise zugegebenermaßen auch für mich persönlich, ich habe ein paar Mal gegründet, es ist nahezu unmöglich, das am Anfang, wenn du mit irgendwas anfängst, das zu wissen. Es ist wirklich nahezu unmöglich. Das heißt, du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen, wenn du davor sitzt und denkst, woher soll ich denn das wissen? Kannst du wahrscheinlich nicht wissen. Du wirst ja einen ganz groben Plan haben, wie viel du ungefähr einnehmen wirst. Und mein Tipp an dieser Stelle, runde diese Zahlen ganz grob. Auf Tausender reicht vollständig und auch lieber ein bisschen tiefer ansetzen. Diese Zahlen aus diesem Fragebogen werden nämlich dafür genutzt, um die Vorauszahlung festzusetzen für die Einkommensteuer oder auch, ob du zum Beispiel Kleinunternehmerregelungen in Anspruch nehmen darfst und so weiter. Das heißt, da gibt es ein paar Wahlrechte. Und an dieser Stelle auch, weil das höre ich auch immer wieder, ich habe ja einen Businessplan eingereicht, vielleicht auch bei der Arbeitsagentur. Müssen das denn jetzt die Zahlen sein? Nein, das sind die Zahlen fürs Finanzamt und ihr könnt das auch alles später noch anpassen und verändern. Das heißt, da gibt es wirklich nur eine ganz grobe Einschätzung. Ich erzähle immer ganz gerne, VW AG hat dieses Ding wahrscheinlich auch irgendwann mal ausgefüllt. Genau. Und das Finanzamt möchte da jetzt wissen, wird da jetzt ein 50-Milliarden-Unternehmen gegründet oder ist das der Freelancer XY, der plant 60.000 im ersten Jahr zu verdienen? So, das so die Relation. Das heißt, da geht es wirklich nicht darum, ob ihr 300 Euro mehr oder weniger pro Jahr macht, sondern das ist wirklich nur für die Vorauszahlung, die ihr aber anschließend, wenn ihr merkt, dass es besser oder schlechter läuft als geplant, jederzeit auch einfach anpassen könnt beim Finanzamt. Also das ist auch ganz wichtig, dass man, wie gesagt, immer das eher konservative ansetzen wird. Lieber ein bisschen weniger, einfach deswegen, weil wenn die Vorauszahlungen gezahlt werden müssen, das zieht dir Geld aus der Tasche. Ich meine, natürlich, wenn du am Ende niedriger bist, du kriegst die Vorauszahlung, wenn sie zu hoch oder zu niedrig waren, entweder wieder zurück oder musst du es nachzahlen. Aber grundsätzlich da immer besser ein bisschen niedriger ansetzen. Und da ist ja auch die Frage, ja, was ist, wenn ich im ersten Jahr gar keinen Gewinn habe, sondern einen Verlust? Da musst du natürlich keine Vorauszahlungen leisten, kannst es aber auch direkt, sag ich mal, mit angeben. Und damit bekommst du natürlich dann, sag ich mal, am Ende des Jahres vielleicht Erstattung. Wenn du Arbeitnehmer bist und dann einen Verlust hast, dann kannst du natürlich die Vorsteuer, sondern auch die Einkommensteuer natürlich dann erstatten lassen. Ja,
Wir haben übrigens zu dem ganzen Thema Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Tutorial. Da seht ihr einmal, wie ich mich bei Elster Online durchklicke und das alles einmal gemacht habe. Das heißt, da wirklich absolut in die Tiefe. Könnt ihr euch auch einmal anschauen. Ich verlinke das Video unten in der Videobeschreibung. Deswegen, wenn ihr gerade dran sitzt, macht das unbedingt. Was ist denn das Ergebnis? Also wenn ich das jetzt bei Elster Online gemacht habe, dann klicke ich irgendwann auf Abschicken. Und was passiert dann? Also kommt darauf an, was man alles natürlich braucht. Man kann in einem Fragebogen ja auch die Umsatzsteuer, die zum Beispiel beantragen, das ist so ein Thema. Am Ende kriegst du aber auf jeden Fall eine Steuernummer. Und diese Steuernummer, das ist was, das brauchst du natürlich, das muss auf deinen Rechnungen mit drauf. Ich glaube, da habt ihr auch schon ein Video dazu gemacht, das Thema Rechnungen, Rechnungsbestandteile und sowas. Die Umsatzsteuer, die oder auch die Steuernummer muss auf die Rechnung als Rechnungsbestandteile drauf. Da wird dann im Großen und Ganzen deinem Unternehmen eine Nummer gegeben. Ja. Und das ist im Großen und Ganzen wichtig. Da wird dann auch die Einnahmenüberschussrechnung, die Umsatzsteuervoranmeldung oder auch die Lohnsteueranmeldung, wenn du Mitarbeiter hast, natürlich drüber abgewickelt. Von daher natürlich, also das ist dann die Steuernummer. Und ab dem Zeitpunkt hast du ein Unternehmen, das dann beim Finanzamt gemeldet ist. Genau. Und meiner Erfahrung nach, also da kriege ich sehr, sehr viel, einfach im Alltag ganz viele Fragen. Sind gerade die Gründer, die sagen, ist die Steuernummer endlich da, weil ich muss eine Rechnung schreiben. Ich habe ja schon angefangen zu arbeiten, weil das Finanzamt braucht irgendwie wochenlang. Mhm. Gerade während Corona hat sich die Bearbeitungszeit auch für die Fragebögen nochmal deutlich verlängert. Und da ist auch jedes Finanzamt unterschiedlich. Einige sind sehr schnell, andere sind sehr langsam. Witzigerweise die Umsatzsteuer-ID, also das Bundeszentralamt für Steuern, ist meistens schneller als das Finanzamt. Ja. Aber die Steuernummer, die dauert zum Teil manchmal. Das wird kein Finanzbeamter gerne hören, aber ruf einfach mal nach 2 Wochen an in dem Finanzamt. Es ist nämlich tatsächlich meiner Erfahrung nach relativ häufig so, dass die Steuernummer, deine Steuernummer, die du brauchst für deine Rechnung, schon im System des Finanzamtes vergeben wurde, aber einfach dir noch nicht übermittelt wurde. Und wenn du es wirklich eilig hast, weil du eine Rechnung schreiben musst, weil du sonst die Miete nicht bezahlen kannst und so weiter, nervt die so ein bisschen. Ruf einfach mal an nach 2 Wochen oder so, mach mal ein bisschen Druck. Manchmal sagen sie einem das auch am Telefon. Wie gesagt, die Finanzbeamten, sorry, alle, die das jemals sehen werden, ihr werdet den Tipp nicht mögen, aber schickt sie halt einfach schneller raus. Da kriegt ihr auch weniger Anrufe. Ja. Und genau, und mit dieser, wie du gesagt hast, mit dieser Nummer kann man dann Rechnungen schreiben. Genau, richtig. Also das ist, wie gesagt, ein wichtiger Rechnungsbestandteil. Und da gibt es ja auch, sag ich mal, ist ja auch das Rechnungsschreiben ein wichtiges weiterer Punkt, denn du musst die Rechnungen schreiben, damit du Geld verdienst. Und da gibt es ja unterschiedliche Tools. Wir haben ja schon im anderen Video, das wir zusammen gemacht haben, schon darüber gesprochen. Unser beider Favorit so ein bisschen ist LexOffice natürlich an der Stelle. Liegt daran, weil zum einen natürlich die Kontist Steuerberatung ja sehr gut mit diesem Tool, auch mit dem Kontist Bankkonto zusammenarbeiten kann. Wir als Steuerberater, Steuerkanzlei haben natürlich die Möglichkeit, die direkte Anbindung auch an die DATEV, also wir arbeiten hier mit der DATEV. Von daher, das ist schon ein sehr cooles Tool, man kann sehr viel damit machen, Rechnungen schreiben, Rechnungen vorerfassen für den Steuerberater, also sehr viel, sich auch Geld sparen natürlich und von daher ist das Rechnungsschreibung-Thema so eine wichtige Thematik. Wenn man nicht zum Steuerberater geht, dann kann man aber das auch vieles selber machen. Und was kann man denn da so selber machen eventuell oder was muss man denn dann natürlich machen? Genau, also man hat ja dann, wenn man denn ein Business hat, hast du ja gesagt, du bist ja dann gegründet, da gibt es denn eine Akte. Ganz so physisch ist es nicht, aber da gibt es denn eine Akte, ein Ordner im Finanzamt über dich. Das bedeutet natürlich auch, einmal, dass du selbstständig sein darfst, aber auch, dass du eine ganze Reihe machen musst. Ja. Das heißt, du hast dann die Verpflichtungen, die man so als Selbstständiger in Deutschland hat. Das bedeutet vor allem irgendwie die laufende Buchhaltung. Das heißt, laufend bedeutet zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmeldung, die regelmäßig gemacht werden müssen. Umsatzsteuervoranmeldung, das ist ein bisschen abhängig davon, mit wie viel Umsatz du planst. Je höher und mehr Umsatz du planst in einem Jahr, desto häufiger musst du die abgeben. Es gibt einmal die monatliche Voranmeldefrequenz, die quartalsweise oder aber auch sogar jährlich. Das heißt, dass die Jahresumsatzsteuererklärung ausreicht. Noch ein Grund mehr, am Anfang nicht zu hoch das einzutragen, weil dann danach bestimmt das Finanzamt, ob du mit monatlich oder quartalsweise nämlich anfängst. Aber wie gesagt, das wird angepasst, wenn die tatsächlichen Zahlen anders aussehen. Aber das ist quasi die Verpflichtung, die du auch hast. Dazu kommt noch die zusammenfassende Meldung. Das ist ein Thema, das vergessen ganz viele ständig immer. Ja. Warum muss ich das machen? Was ist denn das? Also es gibt ja bestimmte Vorgänge. Umsatzsteuervoranmeldung, das erkläre ich immer so, das ist alles, was im Inland passiert. Ja. Das muss dort gemeldet werden. Zusammenfassende Meldung ist eine Meldung, die über das Bundeszentralamt für Steuern läuft und dementsprechend europaweit sollen dort alle Unternehmer ihre Umsätze melden, damit sie wissen, okay, wer macht mit wem Geschäfte. Das läuft dann die sogenannte Umsatzsteuer-ID ab. Das sind dann sonstige Leistungen im Ausland, Dreiecksgeschäfte oder zum Beispiel auch in der gemeinschaftlichen Lieferung Erwerbe. Das heißt, wenn du was aus dem Ausland kaufst, dann musst du es natürlich dann melden, beziehungsweise umgekehrt, derjenige meldet es auch. Und das ist dann so ein Thema,
ja, wie gesagt, könnte man auch vereinfachen, aber gibt halt die extra Meldung. Wie gesagt, es gibt mittlerweile auch noch ein paar weitere Meldungen, OS-Verfahren, MOS-Verfahren, Intrastat-Meldungen, wenn man sie machen muss. Also da ist man mit den laufenden Verpflichtungen wirklich schon sehr gut bedient. Ja, genau. Also deswegen, das ist so das Laufende, ja. Unterjährig und dann einmal im Jahr gibt es auch deutlich mehr zu tun. Als reiner Angestellter muss man eigentlich gar nichts machen, ja. Weil man hat keine Verpflichtung, eine Einkommensteuererklärung zu machen. Man kann auch darauf verzichten. Das ändert sich, wenn ihr selbstständig seid, weil dann müsst ihr. Und wichtig an dieser Stelle ist auch, ihr müsst die Steuererklärung auf jeden Fall abgeben. Ich höre das immer wieder, die Steuererklärung, die mache ich ja nicht, ich bin ja noch unter dem Grundfreibetrag. Und Gewerbesteuer muss ich auch nicht machen, da gibt es ja auch einen Freibetrag von 24.500. Ganz wichtig an dieser Stelle, die Pflicht, eine Steuererklärung abzugeben, ist nicht gleichbedeutend mit der Pflicht, tatsächlich anschließend auch Steuern zu bezahlen. Genau. Auch beispielsweise Kleinunternehmer, die ja nichts mit der Umsatzsteuer zu tun haben, müssen trotzdem eine Umsatzsteuerjahreserklärung machen. Eigentlich auch von der Logik relativ klar, wenn man mal drüber nachdenkt, weil Kleinunternehmerregelung kannst du in Anspruch nehmen, wenn du dauerhaft unter 22.000 Euro Umsatz bist. Wenn du dem Finanzamt aber nie mitteilst, wie viel Umsatz du machst, dann weiß das Finanzamt dann nie, ob du immer noch unter den 22.000 bist. Deswegen musst du einmal im Jahr trotzdem eine Umsatzsteuererklärung machen und ihnen mitteilen, dass du drunter bist. Und dann kannst du erst einen Steuerbescheid bekommen, in dem dann steht, musst nichts bezahlen. Das Gleiche gilt halt für Gewerbesteuer und Einkommensteuer auch. Aber du hast die Verpflichtung, als Freiberufler zwei Steuererklärungen zu machen, als Gewerbetreibender drei mit der Gewerbesteuererklärung. Nee, das stimmt. Also das ist vor allem, wie gesagt, das gerade letzte Punkt ist auch noch Thema Kleinunternehmerregelung, was da häufig mitschwingt, ist nur so, ja, wenn ich unter 22.000 Euro Umsatz habe, dann muss ich ja gar keine Steuern zahlen. Das ist auch was viele immer so denken, ja. Dass sie da verwechseln. Es geht hier um die Umsatzsteuer, nicht um die Einkommensteuer. In der Einkommensteuer gilt der Grundfreibetrag, bei Nebengewerbe noch der Härteausgleich mit 420 Euro mit Abschmelzung. Aber grundsätzlich diese Kleinunternehmerregelung bedeutet nur, dass du keine Umsatzsteuer auf der Rechnung einbehalten musst und abführen musst, aber Einkommensteuer musst du vielleicht trotzdem zahlen. Ja, genau. Das ist immer ganz wichtig. Generell, die Steuerarten müssen dann alle separat voneinander betrachtet werden. Genau. Wie gesagt, Gewerbesteuer auch noch eine andere Grenze, aber was du dir merken kannst, auf jeden Fall immer die Erklärung abgeben. Und wie du das machen kannst, dazu haben wir auch schon mal ein Video aufgenommen, auch genau. Das findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Ansonsten würde ich sagen, damit bist du dann selbstständig. Ich hoffe inständig, dass das gut läuft und sowohl der Kanal Steuern mit Kopf als auch unser Kanal der Konto Steuerberatung sind gute Quellen, um auch laufend so up-to-date zu bleiben, was sich tut steuerlich, was du machen musst, wo es vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt noch, wie man Steuern sparen kann. Deswegen schau unbedingt einmal auf dem Kanal von Roland vorbei und abonniere gerne auch diesen Kanal. Und dann freue ich mich und dich hoffentlich auch in den anderen Videos zu sehen.